Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play hier. Jack James Games. Wir spielen heute Peekaball. Das ist ein Spiel, das zusammen mit Pokémon eigentlich entstand. Das hatte damals einen riesen Hype, der bis heute gilt. Und ja, jetzt spielen ich und mein Bruder das zusammen. Mein Bruder Double Dave 2000. Ist auch ein Let's Player, wird dieses Video dann vielleicht auch uploaden. Und ja, wir starten gleich. Das Gesamte ist auf Japanisch, wie ihr vielleicht gut sehen werdet. Hier oben zum Beispiel, das sieht nach gar keiner Sprache aus. Das ja auch nicht, aber ja, zwei Spieler, das haben wir herausgefunden. Und es geht gleich los. Es ist nicht irgendwie schwierig oder so. Es ist einfaches nur Prinzip. Scheiß. Oh nein, es ist nicht scheiß, es ist halt einfach. Ja, wer gute Grafik und solche Sachen braucht, Scheiße. Der wird es nicht schaffen. Okay, wir spielen einfach mal auf, sagen wir mal 20. Weißt du, wie lange das geht? Ja, boom. Das ist ja da nicht entschieden. Oh Mensch! Das Spiel macht ja genug Spaß, es gäbe doch ein Powerschlag. Leider fanden wir den noch nicht raus. Oh! Scheiße, selber ausgenommen. Okay. Nein, mir gefällt persönlich, ich finde es einfach lustig, diese Pikachus, wie sie herumrennen. Ich finde das lustig. Keine Ahnung, wie du siehst, aber ich finde das super. Oh nein! Dieses Rumgehüpfe macht ja jedoch Spaß. Ja, schon. Wie bei Max Payne, das habe ich ja mal bei deinem Freund gesehen. Das mich auch noch. Ja, genau. Oh. Okay. Der Powerschlag wäre geil. Da habe ich nicht mehr nach vorne gemacht. Nein! Man muss sich schon noch irgendwie konzentrieren. Keine Ahnung, wer darauf kommt, so ein Spiel zu machen, aber ja. Grafisch werden sie zwar nicht so drauf gehabt haben, aber es ist jedenfalls ziemlich lustig. Alter! Oh, Mensch! Alter, könnten wir aber das auch in der Luft machen, dass dieses Rumgehopse? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Da. Jetzt habe ich es gemacht. Jetzt wie geht das? Dieses Rumgehopse in der Luft? Du musst die gleichen Tasten nehmen wie für den. Ich habe es gar nicht verstanden. Ah, Mensch. Wie für den Hecht. Einfach in der Luft. Ja, Mensch. Jetzt ach ja, dieses Spiel könnt ihr euch gratis herunterladen. Auf Softonic. Softonic? Jawohl, Softonic. Peekaball Volleyball heißt es. Ja, auf Softonic gibt es dieses Spiel. Es ist wirklich lustig zum Spielen, unterhaltsam. Vielleicht wenn wir auch mal ein Turnier oder sowas machen. So mit richtig, also mit Let's Playern, wie, also mit, wir machen wir wie Janis der Plattes, Lego 813-1, also das war... Ja, deine Kollegen halt. Jeremy Dave war das mal, wer bei den Let's Plays geschaut hat. Ja, das wäre nicht wenig gewesen sein. Ja. Ich habe immerhin schon irgendwie 800 Klicks, also hatte ich. Ja, ich habe noch. Das ist mein zweites Video nach meiner Kanalvorstellung, also komm schon. Trotzdem. Alter! Trotzdem, im YouTube sehr erfolgreich, da werden mit Let's Plays, die schlecht, also nicht gerade gut aufgenommen sind, wird schwierig. Naja, wir werden es jetzt einfach mal versuchen. Ich persönlich mache das hier Spaß. Geht's? Oh Mensch, es geht also nur auf 15. Jetzt bin ich tot. Okay, komm, wir machen eine Revanche. Ist gut? Ja, okay. Ja, starte noch gleich nochmal. Ein Zeitchen? Ja, es sind erst 4 Minuten durch. Warte schnell, warte, läuft die Zeit noch? Ja. Ich sehe es schon. Gut. Gut, dann starten wir hier nochmal. Ich werde es vermutlich auf meinem Kanal auch downloaden. Uploaden meinst du? Uploaden, falsche Steuerung. Ich eben auch. Diesen blöden Tasten. Das ist eben nicht A, B, S, D und die... Doch, ja. Die Pfeiltasten sind. Aber zum Schießen, wenn ihr wollt... Also diesen Bodensprung macht ihr mit in den entsprechende Richtung und TZ-Tasten bei dem... Ja gut, weißt du, Dave, das muss nicht bei allen gleich sein. Ja, aber ich denke. Keine Ahnung. Auf jeden Fall auf Softonic könnt ihr es euch holen. Es ist wirklich lustig zum Spielen. Wir werden vielleicht sogar einmal ein Let's Battle starten, Minecraft, wenn es funktioniert.
Und wenn wir genügend Mitspieler haben. Ja, das wirst du von mir vielleicht starten. Ob ich das tun werde, das wissen wir ja noch nicht. Das steht noch in den Sternen. Das wäre schon, ich hätte schon mindestens 2 Personen, die mitmachen würden. Ja, wir werden alles also versuchen. Und die haben es schon, bei denen geht es schon, das Minecraft Multiplayer. Wir haben noch Probleme. Ja, es sind viele Projekte geplant. Ich persönlich werde auch etwas dann zu meinem Lieblingsspiel Doom 2 machen. Doom 1 vielleicht auch. Das sind wirklich beide super Spiele. Grafisch nicht gerade sehr hoch, aber technisch eher Zeit voraus. Das hier ist wohl technisch und grafisch nicht der Hit, aber es macht einfach Spaß. Ja, schau Minecraft an. Das ist immer der Einzige. Ja, das. Darüber habe ich letztens eine Abiturarbeit gesehen, war ziemlich interessant. Da hat er so erklärt, wieso dieses Spiel so erfolgreich ist. Minecraft werde ich vielleicht auch erspielen. Wieso machst du eigentlich nie Power-Schlag? Tja, weil ich dich auch sonst schlage. Ja gut, vielleicht geht's auch so. Alter Schwede! Alter, du hast in den 9:4 Entführung gelegen, nicht? Boah, dieser Power-Schlag, der funktioniert nicht so richtig. Nein, du musst es nur richtig machen. Super Smash Bros. Das wäre geil. Aber das haben wir in der Playstation noch sonst irgendwas. Ja gut, das gibt's auch für Emulatoren. Mal schauen, was ich da machen kann. Ja, ich persönlich werde eigentlich auch mehr Classic Games, so ältere Spiele, also so im Retro-Bereich oder PS1, solche Sachen. Da werde ich eher drauf eingehen. Bei mir gibt es eigentlich hauptsächlich Happy Meals Videos und Gunman gab es eine Staffel, die leider schon fertig ist. Es gibt vielleicht eine 2. Staffel mal. Oh Mensch, nochmals 50:9. Ja, ich glaube einmal gehen noch. Wie steht die Zeit? Es sind 7 Minuten und 16 Sekunden vorbei. Okay, machen wir nochmal was. Ja. Alter. Und ich werde auch hier vermutlich auch wieder solche Spiele bringen hier. Solche Indie-Hits, also ja, Hits sind es ja nicht, aber ich persönlich finde einfach lustig, diese Spiele gefallen. Und übrigens, die bei den Videos geschaut haben, falls sie diese Videos sehen, mein Bruder heißt jetzt nicht mehr Zandidator 98, sondern Jack James. Ja, Jack James Games, das bin ja ich. Also eigentlich der Kanal heißt Jack James, was irgendwie noch nicht funktioniert. Ja, das wird dann noch kommen. Boah. Ey, mach mich nicht so fertig. Und das bei meinem Start, ich lade dich nie mehr ein. Hey, okay, dann lasse ich es mal. Nein. Ich mach dich auch so fertig. Ich stehe nur da, mach dich. Boom. Das macht Spaß. Boah. Ja. Geht auch nicht immer. Bam. Ja, Mensch, aber wenn du einen Powerschlag machst, dann bist du ja übermächtig. Nein, ich wollte am Boden entlang rechten. Das funktioniert irgendwie nicht. Was machst du? Keine Ahnung, es ging nichts mehr für den Moment. Naja. Boom. Sehr lustiges Spiel. Ja, aber der Hintergrund und so. Ist natürlich grafisch nicht das Stärkste. Oh Mensch! Diese Wolken, die so lustig weitergehen, so wie Würmer oder so. Naja, apropos Würmer, Worms werden wir dann vielleicht auch mal spielen. Worms Revolution. Oder ich kenne ein Game, das ist ähnlich, einfach mit Menschen. Ja. Und mit Panzern kenne ich es auch. Ja, wir werden schauen. Boah. Wir haben. Ich hab vieles vor. Und ich lasse mich jetzt ganz sicher nicht 13:3 schlagen. Du wirst nicht gewinnen. 15:3. Siehst du, zu 3 schlägst du mich nicht. Zu 4. Vielleicht, aber. Nein! Nicht zu 3. Und zu 4 anscheinend auch. 10 Unterschiede werden noch klassisch. Ja, das geht auch nicht. Alter! Wenn ich dich jetzt noch fertig mache, machen wir eine Wette. Nein. Du verlierst. Wieso war das jetzt drin? Es war gar nicht drin. Schaut euch nicht. Regis, Pinker, beide Scheiße. Holt euch nicht.
schaut euch diese geile Musik an. Ja, man hört nichts. Jetzt hört man sie nicht mehr, leider. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das war's mit der ersten Folge von meinem Let's Plays. Das war's mit Double Dave 2000 und Jack James.